Ja, nun ist das die Bedienungsanleitung des 90er Volltreppsrahmen. Und Sie sehen hier ein blaues Paket, was eingewickelt ist mit Folie und wo ein weißer Aufkleber drauf ist, Montagematerial inliegend. Das heißt, da ist auch Montagematerial drin. Und jetzt wird das Paket einfach mal aufgeschlitzt. Und jetzt wird das Viererset geöffnet. Und auch wieder recht vorsichtig, damit das gute Aluminium keine Beschädigung bekommt. Das wäre schade. So, und jetzt werden die Metallwinkel immer in einem Profil an beiden Seiten, rechts und links, eingeführt und schon mal arretiert. Dann hat man es sozusagen direkt schon mal die Vormontage gemacht. Dann steckt man die beiden Seitenteile ein. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Also was immer wieder schon mal vorkommt, dass wenn man die Schrauben zu weit draußen hat, dass es nicht direkt passt. Und deswegen muss man schon mal die einzelnen Schrauben ein bisschen nachdrehen, weil das ist halt ein Hochpräzisionsprofil. So, und jetzt wird der letzte Teil einfach auch noch aufgesetzt und ein bisschen gucken, dass die Kanten schön aneinander sitzen. Und mit dem ein bisschen justiert und mit dem Innensechskant dann wieder festgeschraubt. Es gibt viele Leute, die hängen den Walltrap einfach so an zwei Haken an die Wand. Ich persönlich würde es nie machen. Ich würde immer noch hier in der Mitte noch einen zusätzlichen Haken anbringen. Und das hat einen Vorteil, wenn Sie öfters mal die Bilder, die Motive wechseln wollen, dann hat das den Vorteil, dass der Rahmen wirklich fest dran ist. Und weil irgendwann denkt man vielleicht nicht mehr dran, zieht dann an den Zipper und reißt sich dann das ganze Bild von der Wand, beziehungsweise den ganzen Walltrap von der Wand. Und das kann es dann auch nicht sein. Deswegen machen wir das immer etwas perfekter. Da lieber eine Schraube mehr. Hat sich schon gezeigt, dass das sich lohnt. So, und jetzt wird der unten einfach gesichert. Die wird jetzt einfach verdreht, die Schraube in den Schlitz hinein. Ja. Und dann sitzt der Rahmen super an der Wand. Und jetzt kommt der Absorber rein, also das eigentliche Tool, was zur Reduktion der Nachhaltzeit dient. Das ist Nummer eins. Und dann kommt ein Sperrtuch. Nein, so, ein Sperrtuch. Moment. So. Und zwar, das kommt in der Innenleiste. Das hat einmal den Vorteil, dass man hier den dunkleren Rand nicht sieht. Das heißt, wenn man sehr helle Motive hat, sieht man sehr schnell hier halt das dunklere Aluminium durchscheinen. Und zum Zweiten hat es auch einen akustischen Vorteil. Er macht den Absorber zu hohen Frequenzen ein bisschen besser. Das heißt, im Grunde genommen schlechter, weil er zu hohen Frequenzen ein bisschen die Nachhaltzeit verlängert oder mehr im Raum lässt. Das hat gerade für die hochwertige Musikwiedergabe den Vorteil, dass es einfach luftiger klingt, offener klingt mit zwei Tüchern. Also es ist tatsächlich besser mit zwei Tüchern klanglich. Aber nur bei dem Mittelhochtonabsorber, beim Diffusor oder auch bei einer Bassplatte ist das nicht vonnöten. Bei einer Bassplatte ist es auch egal. Die interessiert das nicht, wenn die tiefen Bässe, die rollen wie ein Ball in den Absorber hinein und es wird absorbiert. Man macht die übrigens genauso hin wie die anderen. So, ich zeige es mal. So ist das Sperrtuch hin.
So sieht er schon aus, wieder wie ein Bild ohne Motiv. Also sehr empfehlenswert im Mittelhochtonbereich ist das Sperrtuch. So. Sie sehen, auch das geht sehr leicht. Und kommt zum Beispiel ein Plattencover, wie wir hier sehen, vom Joe Kraus. Ein super Trompeter aus Deutschland. Ja. Und für diese Platte, die gibt es halt als Rekord, als analoge Schallplatte, was wir auch besonders lieben, die analoge Musikwiedergabe. Und zack, hat man einfach mal ein wunderbares Plattencover an der Wand. So, und so hat man blitzschnell auch ein anderes Motiv an der Wand und plötzlich eine ganz andere Atmosphäre. Und dieser Raum, in dem Sie sich jetzt befinden mit mir, der könnte durchaus noch ein paar Absorber mehr vertragen. Also je nachdem, wie groß natürlich der Raum ist für so ein Dead-End. Und zu diesem Sofa kann ich sagen, das ist ein Polyurethan-Vollschaumsofa. Es ist akustisch hervorragend und das empfehle ich Ihnen auch. Ganz vom Herzen her, es ist erstens sehr bequem und Sie haben einen freien Kopf. Sie können sich so ganz und gar der Musik widmen.